Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir die Informationssuche über Garnier von Nablus abgeschlossen und machen uns jetzt auf den Weg zum Attentat. Wir wissen eine ganze Menge. Wir wissen zum Beispiel, dass er scheinbar mit jemandem zusammenarbeitet, denn seine Patienten, wie er sie nennt, die bekommt er oder die holt er sich nicht hier aus Akkon. Oh, ganz ruhig. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit, hier aufzufallen. Oder keine... Ich darf jetzt hier wirklich nicht auffallen, sag ich so. Er bekommt seine Patienten in Anführungsstrichen aus Jerusalem. Warum ich in Anführungsstrichen sage, ganz einfach. Denn er... oh Gott, das Gespräch im Hintergrund stört mich gerade. Denn wenn die Patienten in seinem Krankenhaus ankommen, sind sie noch vollkommen gesund, so wie wir erfahren haben. Und erst wenn er sie behandelt hat, sind sie scheinbar krank. Des Weiteren wissen wir, dass wenn er mit seinen Patienten spricht, der wohl beste Zeitpunkt gekommen ist, um das Attentat durchzuführen, da er dann vollkommen die Welt und alles um sich herum vergisst. Wie wir in diese Festung reinkommen, wo er seine Patienten behandelt, wissen wir inzwischen auch. Denn es gibt einerseits die Möglichkeit über die Dächer, denn wir wissen, dass auf den Dächern ein paar Bogenschützen fehlen, weil der eine noch um seinen Bruder trauert, der getötet wurde. Und wir wissen, dass Gelehrte und Wachen in die Festung eindringen dürfen. Das heißt, eventuell können wir mit Hilfe von Gelehrten in die Festung eindringen und dann Garnier von Nablus eliminieren. Und wir haben noch eine Karte erhalten, die uns die Kronleuchter zeigt, über die wir vielleicht ganz gut entkommen können, weil wir wissen ja, die Wachen sind immer nicht ganz so besonders klasse. So. Und zack, zack, zack. Er muss den Verstand verloren haben. Ja, ja, den habe ich ganz sicher verloren. So, und hier haben wir auch schon diese Festung. Na, dann schauen wir doch mal rein. Achso. Wir müssen erstmal reinkommen. Gut, wir wissen ja, nur die Gelehrten dürfen rein. Och Gott, nicht ihr, ne? Dann nutzen wir mal diese Gelehrten. Wir hätten auch eventuell über die Dächer eindringen können, aber ich glaube, das hier ist der sicherere Weg. Lasst uns mal bitte durch. Vielen Dank. Okay. Dann schauen wir doch mal. Helft mir! Helft mir! Bitte! Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Oh. Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid, mein Gott. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Oha. Na, mit dem Typen werden wir noch ein bisschen Spaß haben, habe ich das Gefühl. Okay. Wie gesagt, nur die Gelehrten dürfen hier rein. Da vorne haben wir eine Gruppe Gelehrter. Vielleicht können wir die nutzen. Für unsere Zwecke. Damit wir nicht auffallen. Ich höre ihn auf jeden Fall. Er ist hier irgendwo ganz in der Nähe. Spricht gerade mit einem Patienten.
Okay, wir müssen dringend aufpassen. Wir könnten uns hier wahrscheinlich auch ohne die Gelehrten bewegen, aber wir wollen sicher gehen. Oder ich will sicher gehen. Ich möchte mir die Position erstmal angucken. Ah, hier sind die ganzen Kronleuchter, okay. Da vorne ist er. Er redet gerade wieder mit einem Patienten. Da kommt er. Verdammt. Okay, das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Und zack. Warum auch immer er mir gefolgt ist. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber Mixturen und Elixiere, meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Okay, das lief nicht ganz so wie geplant. Sag ich mal. Das sollte eigentlich anders laufen, das Attentat. So, da komm mal hoch. Aber gut, er ist uns gefolgt. Da habe ich die Chance gleich beim Schopfe gepackt, um ihn unentdeckt zu eliminieren. Das ist ja im Prinzip das eigentliche Ziel bloß, dass wir ihn unentdeckt eliminieren. Und warum auch immer ich da jetzt nicht oben lang gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, was sich Alter ihr dabei gedacht hat. So, wo geht's denn hier jetzt erstmal raus? Ich brauche jetzt erstmal einen kurzen Überblick. Da, unten, da geht's raus. Und zack, tschüss. Au, da war noch eine Wache. Und tschüss, das war's mit euch. Gut, jetzt müssen wir nur noch irgendwie entkommen. Was einfacher klingt, als es eigentlich ist, denn hier sind auch überall Bogenschützen, wie wir wissen. Ich sollte vielleicht in Richtung Assassinenbüro laufen. Okay, die sind alle alarmiert. Das wird natürlich jetzt ein Spaß, hier zu entkommen. Okay, warten wir, bis die beiden noch durch sind. Und weiter geht's. Ich denke, über die Dächer bin ich trotzdem noch sicherer. Weil da einfach nicht ganz so viele Leute sind. Das hat klasse geklappt. Genau so sollte das sein. So. Gut, ich meine, wie gesagt, das hat nicht ganz wie geplant geklappt. Wie gesagt, wir wollten ihn ja eigentlich eliminieren, wenn er sich mit seinen Patienten unterhält. Das Problem war bloß an der einen Stelle, als ich dann mich aus den Gelehrten gelöst habe, hat mich einer der Patienten angefallen. Und aus irgendeinem Grund ist der Garnier mir dann gefolgt. Wahrscheinlich hat er mich erkannt irgendwie. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich hat er mich irgendwie erkannt. Naja gut, aber dann habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ihn einfach trotzdem noch ganz leise eliminiert. So, das müsste die Chance sein. Da sind aber echt viele. Zack.
Und weiter geht's. Da können wir erstmal runter. Hui, das war ein Sprung. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst, dass hinter mir welche sein könnten. Ja, ja, du findest mich. So, da vorne ist ein Dachgarten. Die sollten nicht schnell genug sein, um mich dahin zu verfolgen. Alles klar. Und jetzt sind wir auch gleich beim Assassinenbüro. Das müsste ja hier gleich irgendwo sein. Da vorne. Na also, hat auch alles funktioniert. So mehr oder weniger. Und zack. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut, damit hätten wir das Ziel eliminiert. Garnier von Nablus ist ebenfalls eliminiert. Ja, auch wenn er glaubte, irgendwie allen Leuten zu helfen, aber das sah nun wirklich nicht so aus, ne? Ja, ja. Laber du mal nicht rum. Dann hören wir uns mal an, was der gute Al-Mualim dazu zu sagen hat. Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Für ein neues Ausrüstungsstück? Die Wurfmesser, na also. Das ist doch eine schöne Sache. Gut, aber ich würde sagen, wie wir uns auf den Weg zu unserem dritten Attentatsziel machen, welches sich in Jerusalem befindet, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin. Ciao.